Hallo Leute und willkommen beim Sparmac und willkommen zu unserem gemeinsamen Test von der Samsung Galaxy Watch 7 und der Galaxy Watch Ultra. Ja, ja, wir haben uns gedacht, bei beiden, ja, die Ultra ist natürlich komplett neues Produkt, aber gerade bei der 7er, das kann ich schon mal spoilern, hat sich so wenig getan, dass es sich nicht lohnt, dazu ein eigenständiges Video hier zu machen. Nein, auf gar keinen Fall, bitte nicht. Deshalb kombinieren wir das jetzt, aber ich habe mir gedacht, wir müssen es ein bisschen anders aufbauen, liebes Faultier, damit es auch Sinn ergibt. Ich würde sagen, wir starten erstmal damit, wie sich die beiden unterscheiden. Jo. Soll ich, Christian? Welche, damit wir das direkt hinkriegen, weil von der Ultra gibt es nur eine Größe, 47 mm. Bei der Watch 7 gibt es halt wieder die zwei Größen, 44 mm und 41 mm. Mhm. Ja? Was hast du? Ich habe 44 LTE. Ja, ich auch. Oh, das ist das Einzige, was Samsung verschickt hat. Ich hatte doch ganz am Anfang für ein paar Tage von Sparhandy tatsächlich die kleinere da. Deshalb kann ich zum 40 mm Modell auch ein bisschen was sagen. Sehr schön. Ja, aber das gehen wir jetzt der Reihe nach durch. Größter Unterschied meiner Meinung nach zwischen den beiden, die Optik, ganz klar. Also die Ultra sieht einfach nochmal anders aus. Sie ist massiver, sie ist größer. Ja. Außen mit der Titanlegierung, sie sieht auffälliger aus mit diesen orangenen Akzenten. Sie ist angeblich auch etwas stabiler. Mhm, ob sie das wirklich ist, warten wir mal ab, weil auch die ist IP68 zertifiziert und ich glaube bis 5 ATM wasserdicht, hier haben wir 10. Dann bis 10 ATM, okay. Nächster großer wichtiger Unterschied, Akkukapazität, da haben wir mit 600. Wir haben bei der, deswegen, weil die 41 mm noch weniger haben, 425 mAh bei den 44 mm und 560 mAh bei der Ultra. Also sagen wir einfach Pi mal Daumen, Viertel größer. Genau. Aber schon merkbar größer. Ja. Wer sich da jetzt aber denkt, ja krass, das gab es ja noch nie. Doch, gab es damals schon bei der Galaxy Watch 5 Pro vor 2 Jahren. Davon abgesehen wird die Ultra theoretisch, also das Display soll noch mal etwas heller werden. Die Diagonale ist aber identisch. Also wir haben hier bei beiden unsere 1,5 Zoll. Betriebssystem ist das gleiche, Speicherkonfiguration ist identisch. Die Ultra hat so ein paar eigene Sportmodi, Ziffernblätter und so weiter. Das ist aber wirklich nicht der Rede wert. Was die Ultra ansonsten noch unterscheidet, ist dieser zusätzliche Action-Button, den sie hat. Soll ich nochmal? Nein, bitte nicht. Dann hat man auch die Notruffunktion. Guck mal, Lied. Und dann startet es jetzt so langsam und ich glaube, die Kamera fängt das vielleicht so ein. Und dann fängt die Sirene so langsam an und das klingt schon wieder wie so das Eichhörnchen, das irgendwo sitzt und auf den Bären um Hilfe ruft, damit es gefressen wird. Er hat es jetzt Gott sei Dank beendet, weil auf dem Hands-on-Event in Paris, müsst ihr euch wirklich vorstellen, da waren 50, 60 Leute und plötzlich einmal zum Spiel. 5 Minuten lang geht alle 20 Sekunden dieser Alarm los. Nein. Und dann meinte der so neben mir, was ist das denn jetzt für ein Vollidiot? Und dann dachte ich mir so, ich habe da so eine Vermutung. Ich schaue hin, es ist das Faultier, der sich... So lange war es nicht. Aber wenn Samsung damit wirkt, wir haben hier die SOS-Notruffunktion, die du auch so auslösen kannst, wenn du halt lange genug drückst und sich dann so langsam steigert. Muss ja wissen, worauf du dich einlässt. Das Schöne ist aber, dass dieser Action-Button relativ, nicht komplett frei konfigurierbar ist. Eben nicht. Du hast so 7 Funktionen. Ja, ne, du kannst nicht machen, was du willst mit dem. Das finde ich ein bisschen schade. Ich will aber gar nicht damit so viel machen, sondern mir reicht es eigentlich schon für die Stoppuhr, wo ich dann einfach sagen kann, ne, gerade wenn ich dann rumflitze, einmal drücken, Stoppuhr startet, ne, nächstes drücken, Stoppuhr pausiert. Wenn ich dann wieder drücke, Stoppuhr geht weiter. Und wenn ich dann aber länger gedrückt halte, wird es auch wieder beendet. Und das ist das, was... Finde ich persönlich toll. Wenn ich eine Stoppuhr im Leben bräuchte oder so ein... Ich wollte gerade sagen, du bist einfach die perfekte Zielgruppe für dieses Ultra-Produkt. Also ich meine, der ein oder andere hätte jetzt vielleicht gesagt, dann könnte ich meinen Tauchcomputer, den diese Watch nicht hat, darüber starten oder so, aber das nicht. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, was auch identisch ist bei beiden, ist der Prozessor, der Exynos W1000. Und jetzt würde ich sagen... Oh, stopp, eine Sache noch rausholen. Beide haben keine drehbare Lunette. Das ist das, was da mich am meisten... Da wäre ich auch nochmal drauf gekommen. Also, aber wir sind ja gerade jetzt bei den Unterschieden und jetzt würde ich gerne mit dir drauf eingehen, was, wir haben jetzt einiges aufgezählt, was merkt man davon wirklich? Also klar, das Design merkt man. Ich finde, die Ultra trägt sich auf jeden Fall nochmal deutlich größer und massiver als die, ist selbst als die 44 mm, obwohl da, wie gesagt, das Display identisch groß ist. Geht aber. Also ich sag mal, wer Fan ist von großen, dicken, schwer ist sie gar nicht. Wer Fan ist von großen, schweren Uhren, wem das Design gefällt, der kann sich die ruhig holen. Ja. Ich sag trotzdem, meiner Meinung nach braucht man ein bisschen stärkeres Handgelenk dafür. Also an so. Hast du mich gerade fett genannt?
Nö, ich habe auch nicht gesagt, dass die dir passt. Was? Ich finde die super. Ich persönlich würde sie jetzt nicht tragen wollen, aber das ist absolute Geschmackssache. Ich persönlich finde die normale deutlich schöner, also die 40 oder 44 mm. Mhm. Akkulaufzeit. Ist der Unterschied jetzt wirklich so groß? Ich fasse das jetzt mal als Frage an mich auf. Es ist ein Ticken besser, aber es ist halt der Unterschied so nach dem Motto, ob ich mit der 44er, was weiß ich, so den Abend des zweiten Tages so gerade vielleicht erreiche, ja, oder ob ich ihn sicher erreiche. Aber das ist jetzt nicht, wo man sich denken kann, klasse, ich habe jetzt hier bei den großen 44 mm kriege ich problemlos zwei volle Tage hin und dann mit der Ultra habe ich dann drei Tage. Auf gar keinen Fall. Ich gehe so weit, dass ich sagen würde, auch die große 44 mm Watch 7er musste eigentlich jeden Abend oder nach 24 Stunden einmal dann wieder aufladen. Ne, ich trage sehr gern nachts zum Schlaftracking, aber dann am nächsten Morgen muss die eine Viertelstunde mindestens, wenn ich dann im Bad bin, wenn ich dusche ohne Uhr, dann braucht die Zeit zum Geladen werden. Bei der Ultra habe ich so ein bisschen mehr Puffer, dass mich dann eher noch versucht, ne, bis abends schaffe ich es dann nochmal, dann müsste ich sie aber aufladen, bevor ich das Schlaf, also um dann über Nacht das Schlaftracking mitzunehmen. Es ist halt nicht so der große Wurf, den ich erwarten würde, ne? Wenn man sich die Dinge anguckt, was weiß ich, die ist auch wenn sie leicht ist, immer noch fast doppelt so schwer wie die oder sowas. 60 Gramm zu, ich glaube, 28. Ja, irgendwie würde ich mehr erwarten, aber wenn man sich den Akku wieder anguckt, er ist 25% größer, kommt Pi mal Daumen vielleicht auch am Ende davon dann an. Aber es reicht halt nicht, wenn dein Ursprungsding, was ich bei anderthalb Tagen ungefähr liegt. Also das wäre so mein Unterschied zum Akku, um es mal irgendwie so mit Erfahrungswerten zu unterlegen. 40 mm, ein Tag bei mir ungefähr, alles mit Always-On-Display. Ja, ja, ja. 44 mm, eineinhalb, ist maximal zwei Tage, Ultra, zwei, maximal zweieinhalb Tage. Ja, du kriegst... So würde ich sagen. Unterschied ist da, gerade wenn du die kleine 40 mm mit der Ultra vergleichst. Wenn du jetzt aber die 44 mm mit der Ultra vergleichst, ist er schon gar nicht mehr so groß. Ähnlich ist es mit dem Display, weil viele immer sagen, mit der Helligkeit, ja, vielleicht, also ich meine schon, wenn die Sonne direkt draufknallt, wird die Ultra vielleicht nochmal etwas heller, aber das sind halt wirklich Nuancen. Ja. Also meiner Meinung nach wirklich die Hauptunterschiede, das Design muss dir gefallen, wenn du das willst, dann greif eher zu Ultra-Akkulaufzeit. Ja, kann man sich auf jeden Fall, das ist noch so der erste Punkt, der Action-Button, der mag für den einen oder anderen ganz praktisch sein, aber das war's dann für mich. Und jetzt kürze ich das so ab, aber nichts davon würde für mich persönlich 300 Euro Aufpreis rechtfertigen. Das wäre jetzt dann mein letzter Punkt gewesen. Und 300 Euro Aufpreis habe ich nur, wenn ich unbedingt die LTE-Version haben möchte. Denn die Ultra die gibt es halt wahrscheinlich nur mit LTE, mit eingebauten eSIM. Und bei der Watch 7 habe ich jeweils auch bei der kleinen, auch bei der großen Version die Wahl, möchte ich für 50 Euro Aufpreis zusätzlich LTE, eSIM und Unterstützung haben, ja oder nein. Wenn ich da sowieso sage, brauche ich nicht, will ich nicht, dann kostet die in der Basiskonfiguration mit 44 mm 350 Euro. Aktuell damit, eher 280. Ja, ich komme jetzt erstmal mit UVPs, ne, und dann kostet die Ultra doppelt so viel. Und wenn dann einer fragt, ist die Ultra dann auch doppelt oder fast doppelt so gut? Nein, auf gar keinen Fall. Also das ist halt wirklich, ne, du kriegst ein bisschen mehr Akku und es ist die Designfrage, dass du sagst, ich möchte halt irgendwie was Krasseres haben. Und für ein bisschen Titan, für ein bisschen größeres Gehäuse. Ich frage mich, also ich sehe nichts, was diesen krassen Aufpreis bei der Ultra rechtfertigt. Obwohl ich die Ultra, wenn du mir beide hinlegst, greife ich zur Ultra. Ich nicht, aber ich stimme dir da ansonsten absolut zu. Was andere Dinge angeht, Performance zum Beispiel, komplett identisch. Mhm. Performance ist gut. Ich sehe die jetzt nicht nochmal deutlich besser als letztes Jahr. Meiner Meinung nach relativ identisch. Aber das ist auch die ganzen Tracking-Funktionen, weil wir ja diesen neuen Samsung Active, Bioactive-Sensor haben, sind mir kaum Unterschiede aufgefallen. Pulsmessfunktion ist gut, aber jetzt auch nicht besser als letztes Jahr. Schrittzähler ist zuverlässig. Ja. Alles, was ich so damit mache, funktioniert ganz gut. Es gibt unglaublich viele Funktionen, wie diese Blutsauerstoffsättigungsmessfunktion, die Blutdruckmessfunktion, aber vieles davon ist halt, ja genau, es ist wie letztes Jahr. Es ist keine Blutdruckmessfunktion per se, sondern das Ganze muss kalibriert werden mit einem echten Blutdruckmessgerät. Und dann schätzt dieser Algorithmus, wie sich euer Blutdruck anhand dessen verhält. Das kann man ganz gut hinhauen, verlassen kann man sich darauf auf keinen Fall. Genauso wie diese Nummer mit diesem Energiescore und so weiter. Ja, da hast halt mal schlecht geschlafen und so weiter. Dann ist dein Energielevel nicht mehr so hoch.
Schwierig. Ja. Schlaftracking sind mir auch kaum Unterschiede aufgefallen. Das war letztes Jahr schon solide. Ich finde immer bei den Samsung Smartwatches, dass die bei mir gefühlt den Einschlafbeginn ein bisschen zu spät aufzeichnen. Aber vielleicht schlafe ich da auch einfach noch nicht und denke nur, ich schlafe. Aber ansonsten alles tipptopp und gut. Aber was diese ganzen Sport- und Health-Funktionen angeht und die Performance, kein Unterschied. Da gibt's keinen Unterschied. Wer jetzt hier ruft, mach doch mal so. Die Gestennummer haben die beide. Das ist ja, ja dann irgendwie an diesen neuen Exynos W1000er Chip. Und geht aktuell auch nur mit Z Fold 6 und Flip 6. Ja, das ist dann wieder sowas, genauso wie die EKG-Nummer und solche Sachen, die du dann an Galaxy exklusiv gebunden genau. hast. Was ich immer noch unnötig finde, aber es ist so. Ich verstehe es total, dass Samsung sagt, okay, ne, Apple Watch, ja, das kannst du auch nur mit iPhone. Also iPhone nehmen wir erstmal komplett raus und wir haben so gewisse Anforderungen an die Dinge, Android Wear App, Samsung Health App. Ja. Ne, dann, ich glaube, auf der Webseite schreiben sie sogar noch explizit nicht mit Huawei-Geräten kompatibel. Ja, weil sie sagen, sie brauchst, wo ich dann auch wieder denke, das könnte, ja, alles fein. Aber in meinen Augen kein Grund, diese, also einige Funktionen nur mit Samsung, mit Galaxy exklusiv zu machen, außer, dass sie sagen, naja, dann, wenn du das alles haben willst, dann brauchst du halt dazu auch ein Samsung-Smartphone und schmeißt dein Xiaomi, dein Pixel, dein Redmi, dein Oppo, was wir auch immer da draußen haben, nö, komm halt ins Samsung-Universum. Dem stimme ich zu. Ansonsten, was Kritikpunkte bei mir angeht, und das hast du ja vorher schon so ein bisschen angeteasert, bei beiden, also man kann sich hier jetzt streiten, weil wir hier bei der normalen Watch 7 dieses eher filigrane, sportpassende Design haben. Da brauche ich vielleicht jetzt nicht unbedingt diese wirklich drehbare physische Lünette. Aber hier bei gerade bei der Ultra fehlt da was. Also ich hätte am liebsten tatsächlich einfach eine Krone, die ich drehen kann. Und wenn du damit nur rumspielst. Aber ansonsten, ich würde auch eine drehbare Lünette nehmen. Aber gerade so, wenn du jetzt sagst, irgendwie du bist unterwegs in irgendeiner Extremsituation, ja, dann helfen halt einfach so haptische Elemente. Da bringt es mir nichts, wenn ich diese digitale Lünette habe, die hinten und vorne meiner Meinung nach nicht vernünftig funktioniert. Hat schon seinen Grund, wieso die ab Werk deaktiviert ist. Und dass man diesen Action-Button nicht komplett frei belegen kann, finde ich auch, wieso? Ja, bin ich komplett bei dir. Das sind so ein paar Punkte. Und dann stehst du dann da und dann möchte Samsung 700 Euro haben. Klar, im Vergleich zu anderen ist es günstiger. Ja. Ja gut, aber halt auch nur im Vergleich zu Apple. Ja, aber welche andere Uhr Ultra gibt es denn noch? Ne? Naja, von Uhr war ja schon Design so. Und mit Titan, also und diesem Band. Also die Ähnlichkeiten sind wirklich verblüffend. Ja. Das ist jetzt aber nicht schlecht, meiner Meinung nach. Ich bin ein großer Ultra-Fan. Nein, ich sage ja auch, beide Uhren grundsolide und gut. Ich finde vor allem gerade die normale Watch 7, die ist schon relativ fair bepreist, beide Modelle. Ja. Da werden die Preise nochmal deutlich sinken, tun sie jetzt teilweise schon, das haben wir in den letzten Jahren gesehen und dann ist es ein richtig guter Deal. Ja. Wenn man Wear OS möchte, wenn man mit der bescheidenen Akkulaufzeit leben kann, ist ja bei Apple zum Beispiel auch nicht anders. Aber die Ultra, da bin ich mal gespannt, wenn es die jetzt auch in ein paar Monaten für die Hälfte gibt oder sagen wir mal für 30-40% weniger, dann sage ich, ey, super, perfekte Ergänzung, gibt sicherlich viele, die sich die holen, aber jetzt für 699 Euro kann ich die echt niemandem empfehlen. Nein, deswegen, weil es keinen Mehrwert oder zu wenig Mehrwert. Weil die Ähnlichkeiten einfach da sind, aber es ist dann wieder die Sache, dann sagen die Leute, es ist eine Uhr, ne, ist für mich, ich will nicht sagen, ein bisschen Schmuckstück noch dabei. Ich will dann, bevor ich mit diesem rundgelutschten, nichtssagenden Ding, ne, wo die Leute nicht sehen, es könnte ja auch statt der 7er eine 6er sein, ne? Hier weiß jeder sofort, du hast auch die neue Samsung Ultra. Gut, ich glaube nicht, dass es Leute wie beim Apple-Lager gibt, die sowas erkennen. Meinst du? Ja, also darüber könnte ich es nachvollziehen, dass dann jemand sagt, ne, die Ultra gefällt mir besser, ich brauche was Größeres fürs Handgelenk, ich verspreche mir ein bisschen mehr Akkulaufzeit. Ja. Beim größeren Display haben wir euch den Zahn ja schon gezogen. Und ich will halt einfach noch die zusätzliche Taste. Und wenn ich damit immer beim Laufen Stoppuhr, Pause mache, mir meine Runden angenehmer tracke, ja. Aber ich bin komplett bei Franz, dafür 350 Euro Aufpreis zu zahlen, da muss man schon sehr Fan und Enthusiast sein und genau das haben zu wollen, anstatt dass man dann zur Basis oder zur normalen 7er greift. Und wer übrigens eine 6er noch hat, also auf gar keinen Fall. Nee, so geil dieser W1000er Chip. Selbst die 5er noch, würde ich sagen, das reicht noch ein, zwei Jahre. So geil dieser W1000er Chip von der Hardware ist, dieses 3-Nanometer-Ding. Das ist schon ein sexy kleines Ding. Aber Mehrwert bietet es jetzt nicht so wirklich und mehr Akkulaufzeit hast du dadurch dann auch irgendwie nicht gewonnen. Nee, das heißt, wenn es die alten dann für deutlich weniger Geld noch irgendwo zu haben gibt, da zuschlagen,
Und ansonsten einfach warten, dass die Preise ein bisschen runtergehen. Schönes Schlusswort. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.